Herzlich willkommen in meinem Vortrag Management, Leadership. Ja, warte du? Ich bin Christian Selig, ich komme aus Bremen von der HEC-Kurswechsel GmbH. Was ist eigentlich Kurswechsel? Ja, niemand fragt bei einer HEC IT Engineering an, wenn es um solche Sachen wie moderne Führung, moderne Unternehmenskultur und Change-Prozesse und sowas alles geht. Deswegen haben wir gedacht, wir gründen einfach eine Tochter mit dem fancy Namen Kurswechsel, weil jedes Unternehmen will irgendwie auch gerade seinen Kurs wechseln, wenn es dann in solche Richtungen geht, was so Führung und Organisation organisationale Veränderungen und so weiter angeht. Und dementsprechend bin ich für beide Sachen unterwegs, je nachdem, ob ich als Scrum Master, das mache ich seit 6 Jahren, im IT-Umfeld unterwegs bin oder ob ich in Führungscoachings oder sonst was mit den Kunden zusammen spreche. Schauen wir uns mal an. Leadership kennen wir eigentlich alle. Warum ist das eigentlich wichtig und was ist das eigentlich? Was genau ist eigentlich Leadership? Eigentlich ist das nichts weiter als die Übersetzung von Führung. Aber wie ist es jetzt dazu gekommen, dass alle jetzt von Leadership statt Management sprechen? Wir haben jetzt sowas wie eine agile Welle, die gerade durch alle möglichen Organisationen rollt. Und vor dieser agilen Welle hatten wir ganz lange ganz viele kleinere Führungswellen. Es wurde immer Management by Objectives eingeführt. Das war ein super fancy Produkt. Also jeder, der das kennt. Peter Drucker hat es entwickelt. An sich ist das eine coole Idee. Nur das, was dann daraus gemacht wurde, von irgendwelchen Personalberatern, nämlich Jahresgespräche und Zielvereinbarungen an so ein System zu hängen, damit war das quasi tot. Und das war der erste Schritt in die Richtung, warum wir uns überhaupt um Leadership kümmern müssen, weil da steht ja schon Management drin. Okay. Als Erfinder des Begriffs gilt der Harvard-Professor Kotter. Der hat 1982 das erste Mal das Ganze erwähnt und ausführlicher 1990. So, und da kam schon heraus, Manager sind eher sowas wie Verwalter, Leader dagegen Visionäre. Warum geht's Apple aktuell nicht so gut? Hat jemand eine Idee? Weil der Leader tot ist. Na, Steve Jobs ist 2011 gestorben, seitdem ist da nichts mehr mit Innovation. Also wenn Produkte kommen, dann haben andere die schon längst am Markt. Der Vorteil ist, die von Apple sind immer noch ein bisschen besser als der Rest. Die Apple Watch kam später als die anderen, trotzdem ist es der Marktführer geworden. Also irgendwas machen die noch richtig. Aber der Leader ist weg und jetzt gibt's einen Manager. So. Jetzt kümmern sie sich darum, das zu verwalten. Wir haben es gerade bei Jürgen Appello gehört. Sie verwalten sich gerade so ein bisschen in die Midlife-Crisis ihrer Produkte. Aber Innovation ist da nicht mehr wirklich getrieben. Was war aber die Folge davon, wenn man jetzt Manager sind Verwalter und Leader sind Visionäre? Keiner will irgendwie Verwalter sein. Ne? Also jeder, der vorher irgendwie Manager von irgendwas war, sagt, nee, Verwalter ist irgendwie doof, das will ich nicht sein. Ich nenne mich jetzt mal Leader. Okay, hat man auch gemacht. Die Rolle wurde umbenannt, aber das System wurde beibehalten. Es gab Leadership-Coachings, wo nichts weiter als Management by Objectives und was auch immer war. Also wir haben uns einfach alle umbenannt, aber eigentlich war es nach wie vor die Karotte, die vor dem Esel hängt. Ne? Es hieß einfach nur anders. Alter Wein in neuen Schläuchen. Das hat man damit gemacht. Und genauso machen es viele mit der agilen Welle auch. Kennt ihr auch, wir machen Scrum, wir sind agil. Können wir einen Haken dran machen, unsere Unternehmensvision. Den Punkt brauchen wir nicht mehr. Jetzt machen wir wieder irgendwas anderes. Warum ist das überhaupt wichtig, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen? Warum ist es wichtig, von vielleicht Management hin zu Leadership Persönlichkeiten zu kommen. Euer erstes Learning heute, Leadership ist nichts, was man lernen kann. Leadership ist ein Mindset. Genauso wie Scrum und agiles Arbeiten auch Mindsets sind. Genauso wie auch Design Thinking ein Mindset ist. Ihr müsst es verstehen, dann könnt ihr das erst richtig benutzen. Dementsprechend helfen auch Tools nicht. Jetzt aber wieder zur Frage, warum ist das wichtig? Wer von euch kennt die Gallup-Studie? Ja. Das ist die Gallup-Studie von 2018, 2017. Von je 100 Beschäftigten haben 15 Personen eine hohe Bindung zu ihrem Unternehmen. 70% der Personen verkaufen einfach nur ihre Lebenszeit für Geld. Mit irgendwas muss ich ja Geld verdienen. Und hier ist es gerade irgendwie schön warm und ich kann die Luft wegatmen. Das ist alles ganz toll. Ich bleibe mal irgendwie hier. Aber die Bindung, die emotional, ist ihnen eigentlich egal. Ob sie jetzt da arbeiten oder hier, das wäre ihnen völlig egal. Wenn dieser blöde Prozess des Bewerbens nicht wäre, wären sie schon längst irgendwie woanders. Weitere 15% haben gar keine emotionale Bindung. Die sind einfach nur so da. Das sind die, die innerlich gekündigt haben. So, und wenn wir das sehen, dann haben wir 15%, die gerne bei uns arbeiten und 85%, um die wir uns vielleicht mal irgendwie kümmern sollten. Dass die 15% ausschließlich Geld kosten und gar nichts bringen, ist, glaube ich, so ziemlich jedem klar. Bei den 70% in der Mitte ist es aber auch nicht anders, weil die tun auch nur ihren Job. Die kommen und machen ihren Job und zwar genau die Prozente, die von ihnen erwartet werden. Nicht mehr und nicht weniger. Die werden nie zu irgendwelchen Leistungsträgern werden.
Von den 15 Personen, die eine hohe emotionale Bindung haben, suchen trotzdem 1% nach einem neuen Job. Immerhin nur eins. Bei der geringen emotionalen Bindung sind es 4%. Und bei denen, die gar keine Bindung haben, sind es 18%. Diese Zahlen sind relativ gering. Man müsste ja eigentlich denken, wenn die schon keine emotionale Bindung haben, dann müssten die ja wenigstens irgendwie gehen wollen. Nee, Mitarbeiter sind total leidensfähig. Das ist denen total egal. Die haben innerlich abgeschaltet, die kommen morgens und ziehen ihr Ding durch und eigentlich haben die so einen durchgetakteten Arbeitsablauf. Und das, was die in so einem 8-Stunden-Arbeitstag schaffen, das macht ein junger, dynamischer, der hier zu den ersten 15 gehört, das macht er in 2 Stunden. So, habt ihr sicherlich schon mal irgendwo erlebt, ne? Also der Vortrag ist tatsächlich ein bisschen überzogen, also nicht alles mal so 100% auf die Goldwaage legen, bitte. Wir müssen ja ein bisschen plakativ auch mal sein, ne? Jetzt könnte man ja sagen, okay, ja, 2017, das war nicht das beste Jahr. Da war das ein bisschen dramatischer, als es halt so ist. Und eigentlich ist das bei uns im Unternehmen nicht so. Ja? Man kann sich das alles mal total schönreden. Gucken wir uns mal den historischen Verlauf an. Dann sehen wir, 2001 hat es nicht anders ausgesehen. Na, da waren es 15 und 16 und 69 haben sich nicht so wohl gefühlt. So, wir hatten tatsächlich 2012 mal eine etwas höhere emotionale Bindung, was auch immer da mal in den Unternehmen passiert ist. Aber so, eigentlich sind die Quoten immer irgendwie gleich. Also das Problem ist weder neu, noch können wir es irgendwie ignorieren, dass wir sagen, ja, das wird sich schon von alleine mit der Zeit irgendwann lösen. Nein, das wird nicht passieren. Wie kommt es jetzt dazu? Es gibt Zahlen, ich habe die aktuellen gerade gar nicht vorliegen. Wenn Menschen kündigen in dem Unternehmen, dann sind sie ja mit irgendetwas nicht zufrieden. So, und ich meine, es lag ungefähr bei 70%. 70% derer, die tatsächlich den Job wechseln, kündigen ihrer Führungskraft, nicht ihrem Unternehmen. Das Unternehmen an sich ist erstmal okay. Die Kollegen sind cool, die Arbeit könnte theoretisch auch Spaß machen, wenn da nicht irgendwie diese Führungskraft wäre, die mir immer auf den Zeiger geht und mir Dinge sagt, die ich irgendwie tun soll. Ich habe es mal das Managers Reality Distortion Field genannt. Auch das kommt aus der Steve Jobs Biografie, das Realitätsverzerrungsfeld. Und das haben Manager in ganz ausgeprägter, epischer Bandbreite. Wenn man sie fragt, glauben Sie, dass Sie eine gute Führungskraft sind? Dann sagen 97% jo. 3% sagen nein. Wenn wir Führungskräfte hier in diesem Raum haben, ich bin selber auch eine, hinterfragt euch mal. Ich würde die Frage nicht mit ja für mich selbst beantworten. Ich will irgendwo so in der Mitte. Vielleicht. Die betriebswirtschaftliche Auswahl. Vielleicht. Jetzt fragen wir aber mal Mitarbeiter. Hattet ihr schon mal eine schlechte Führungskraft? Dann sagen fast 70% jo, hatte ich schon mal. Und 31% sagen, nee, hatte ich noch nicht. Das heißt, die 70% waren alle bei den 3%? Das sind die 3%, das sind große Abteilungen, die wir dann da haben. Ne? Also wir haben hier tatsächlich ein Wahrnehmungsfeld von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Man könnte schon fast sagen, Arroganz, wenn 97% sagen, jo, ich bin eine gute Führungskraft. Also ich glaube, wir alle haben irgendwann in unserer Laufbahn, ihr seid ja alle mindestens so alt wie ich, naja, die meisten von euch, habt schon mal 1-2 Jobs gehabt und ihr hattet bestimmt auch schon mal irgendwo eine schlechte Führungskraft. So, also ihr werdet euch wahrscheinlich in diesen 69% dann auch irgendwie wiederfinden. Was steckt denn eigentlich dahinter, hinter dieser Annahme und hinter diesen Fragen? Machen wir mal einen kurzen Exkurs. Wer kennt die XY-Theorie schon? Okay, das sind nicht so viele, dann verlieren wir ein paar Worte. Also es gibt 2 Theorien, wie Führungskräfte Menschen sehen. Die X-Theorie ist, Menschen sind demotiviert und die Y-Theorie ist, Menschen sind motiviert von sich aus. Was bedeutet denn die X-Theorie? Menschen werden extern extrinsisch motiviert. Also ich muss ihnen irgendetwas geben, um sie bei Laune zu halten. Wenn ich damit aufhöre, dann hören die auf, motiviert zu sein. Das Geld nicht motiviert, wissen wir. Trotzdem versuchen wir alle immer jedes Jahr irgendwie mehr davon zu kriegen. Komisch. Die X-Menschen müssen zur Arbeit gezwungen werden. Wenn ich denen nichts gebe, dann kommen die zur Arbeit und spielen den ganzen Tag solitär. Auch solche Kollegen haben wir schon gesehen. X-Menschen müssen geführt und kontrolliert werden. So, Führung sagt, ich sage ihnen, was sie zu tun haben, aber Führung alleine reicht ja nicht. Ich muss sie ja dann auch kontrollieren, ob sie das tatsächlich getan haben. Das ist, glaube ich, das, womit die Führungskräfte die meiste Zeit ihre Arbeit verbringen. Menschen zu kontrollieren. X-Menschen nehmen keine Verantwortung an. Also die machen so ein bisschen Larifari und dann kriegen die irgendwie was und dann muss ich als Führungskraft immer irgendwie nochmal rüber gucken, damit das dann tatsächlich so abgewickelt und bearbeitet wird, wie ich als Führungskraft mir das vorstelle. Damit es in meinem Sinne gemacht wird. Gehen wir mal in die Y-Theorie. Y-Menschen sind eigenmotiviert, intrinsisch. Die kommen zur Arbeit und haben Bock auf das, was sie 8 Stunden am Tag machen sollen.
Die sind selbstbestimmt und sie streben nach Selbstverwirklichung. Die wollen auch tatsächlich mal was ausprobieren und die wollen was erreichen und die wollen nicht, dass ihnen irgendeiner sagt, was sie zu tun haben und die brauchen das auch nicht. Y-Menschen besitzen Eigeninitiative. So, die haben Ideen und die setzen das auch einfach um. Das sind nicht die Nörgler, die in einer Retrospektive sitzen und sagen, das sind unsere Probleme, hier haben wir jetzt aufgemalt, ne, haben wir 2 Stunden lang in der Retro bearbeitet, löst das mal für mich, du bist ja meine Führungskraft, ich habe dir ja gesagt, wo das Problem ist, mach mal weg. Y-Menschen machen das selber. Und Y-Menschen tragen Verantwortung und fühlen sich auch verpflichtet für das, was sie tun. Auch dazu zu stehen, diese Verantwortung auch tatsächlich anzunehmen. Fragen wir mal ins Plenum. Eine halbwegs repräsentative Umfrage. Wer von euch, ich darf euch sagen, würde sich selber eher als Y als X betrachten? Ne? Okay. Das sind mindestens 80% und von den 20%, die sich nicht gemeldet haben, sind vielleicht auch noch einige ein bisschen gehemmt. Ich spare mir jetzt die Gegenfrage zu stellen, weil da würde sich irgendjemand als X outen. Wir lassen das mal so im Raum stehen, dass wir so ungefähr 80% Y-Menschen hier haben. Frage 2. Wer von euch kennt mindestens einen X-Menschen? Das sind quasi fast alle. Also wir sind alle selber Y, aber wir kennen alle einen X-Menschen. Okay, lass das mal kurz sacken. Gucken wir uns die X-Theorie nochmal so ein bisschen an. Wenn wir jetzt in so einen Manager schauen, der gibt den Weg vor. Das ist erstmal, der Manager weiß ja immer, wo es lang geht. Ne? Also Manager wissen genau, das ist der einzig richtige und wahre Weg. Deswegen bin ich ja Manager, damit ich das weiß. Das machen sie durch Kontrolle und Anweisung. Ne? Das ist mein Weg, lauf dahin und wenn du da bist, sagst du Bescheid, dann kontrolliere ich, ob du tatsächlich angekommen bist. Das führt dazu, dass weniger Motivation und Engagement besteht. Wofür soll ich mich engagieren, wenn ich eine Idee bei meinem Manager abkippe und der sagt, nee, passt nicht in meinen Weg, machen wir nicht, wir machen meinen Weg. Dann ist die Motivation weg. Das führt dazu, dass keine Verantwortung übernommen wird und dass kein Commitment besteht zu den Ergebnissen, die man liefert und dass Unzufriedenheit herrscht. Das ist die Folge von X. Das verstärkt wiederum das X und dann sind wir in einem Kreislauf, der immer so weiterführt. Und dann sind wir von den 15%, die gerne arbeiten, irgendwann bei den 15%, die eigentlich lieber weg wollen. Das könnte der Weg sein, den wir einschlagen. Gucken wir uns mal Y an. Y gibt eine Vision vor. Das und das ist das Ziel, da und da wollen wir hin. Das führt dazu Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Weil der Weg, wie ich da hinkomme, ist ja gar nicht klar. Den kann ich als Mitarbeiter ja selbst entwickeln. Ich kann ja selbst Sachen ausprobieren, ich kann selbst Sachen falsch machen und ich kann selbst gucken, was am besten funktioniert. Das führt wiederum dazu, dass Motivation und Engagement besteht. Wenn ich von der Idee und der Vision überzeugt bin, dann habe ich doch auch Bock, dahin zu laufen. Das führt wiederum dazu, dass Verantwortung übernommen wird, dass Kreativitätsprozesse in Gang gesetzt werden und dass man sich selbst verpflichtet, also ein Commitment zu seiner eigenen Arbeit aufbaut als Mitarbeiter. Das verstärkt wiederum den Y-Effekt. Also auch hier ein Kreislauf. Der einzige Unterschied ist, hier wird eine Vision vorgegeben, vorher wurde der Weg vorgegeben. Alle Führungskräfte denken nach einer dieser Theorien. Wir haben das gerade selbst gemacht, wir waren bei 80%, aber 90% der Menschen würden sich selbst Y zuordnen, also als intrinsisch motiviert, und etwa 30-40% ihres Umfeldes X-Theorie zuordnen. Wie kann das angehen? Wenn wir alle Y sind, dann dürfte es ja gar keine Xer mehr geben. Warum kennen wir denn irgendwie alle einen? Ist das wieder die 3%? Kennen wir alle dieselben 3% X? Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also auch da das gleiche Wahrnehmungsverzerrungsfeld, was wir vorher auch schon hatten. Wir halten uns alle für Y, vielleicht sind wir das auch, und wir denken aber, die anderen Leute sind X. Gehen wir mal ein bisschen in die Begriffsdefinition. Definition von Manager oder Leader. Was ist denn eigentlich ein Manager, so wie wir ihn kennen? Er ist ein Extrinsifier, also der Impuls zur Arbeit muss von außen kommen, denkt er. Er ist also ein Wettbewerber. Er will immer mit irgendwem im Wettbewerb stehen. Er will immer irgendwie gewinnen. Er muss immer besser sein als andere. Ne? Kennt ihr aus Abteilungen. Ne? Abteilungen haben immer irgendwie Kennzahlen, die werden miteinander verglichen. Und wer der Beste ist, kriegt dann irgendwie einen Strauß Blumen oder keine Ahnung was. Manager glauben, was wir eben gerade gesehen haben, dass Menschen, die auf der Arbeit sitzen, von außen gesteuert und motiviert werden müssen. Die sind halt einfach nur so da. Das ist Theorie X. Manager trennen Denken und Handeln. Das ist klassischer Taylorismus. Ne? Es gibt eine Stelle und dann gibt es einen Menschen, den setze ich darauf und das muss dann zueinander passen. Wird heute immer ein bisschen schwieriger, ne? Stellen und Menschen irgendwie miteinander zu,
zusammenzukriegen. Sie fördern Strukturen, die auf Rollen und auf Prozessen basieren. Ein Manager braucht einen Prozess. Chaos geht für den gar nicht, weil dann weiß er ja gar nicht, was er machen soll. So, es muss also ein Prozess da sein und wenn es keinen gibt, dann baut er sich den selber für seinen Managementbereich, für sein Team, für seine Abteilung, für welchen Verantwortungsbereich er auch immer hat, werden erstmal Prozesse in den Boden gerammt, damit man auch ganz genau weiß, was man wie wo zu tun hat. Kurzer Exkurs, wer von euch hat ein Reisekostenformular, was er ausfüllen muss oder Beschaffungsanträge noch geiler, Beschaffungsanträge, wer von euch muss Beschaffungsanträge ausfüllen für ein Buch? Ah, da sind so ein paar. Was ist der Nutzen eines internen Beschaffungsantrages für den Kunden? Null, ne? Gibt's nicht. Warum haben wir interne Beschaffungsanträge, wenn uns die ganze agile Welle sagt, wir sollen uns auf Kunden fokussieren? Es gibt keinerlei Tendenzen, einen Beschaffungsantrag irgendwie mit einem Kundennutzen in Verbindung zu bringen. Warum gibt es denn dann so viele Beschaffungsanträge? Weil wir vielleicht, mutmaßen wir mal, einen Manager haben, der gerne wissen oder mitbestimmen will, was denn eigentlich gekauft wird. Er spricht uns als Menschen also ab, dass wir selbst verantwortlich denken können, ob wir das brauchen oder nicht. Ich habe schon in einem großen Konzern gearbeitet mit 50.000 Menschen und ich kenne auch diese Beschaffungsantragsproblematik. Und wenn man dann mal ein Buch haben will, ein Fachbuch, dann verbraucht man mal so einen halben Tag, um diesen Antrag auszufüllen, um dann die Frage gestellt zu kriegen, haben wir das nicht schon irgendwo? Haben wir das schon mal irgendwann gekauft? Geh mal los und such das mal. Also wir investieren einen halben Tag eines Mitarbeiters, damit ein vielleicht bestehendes Buch irgendwo in diesem Unternehmen zu suchen, als es einfach für 30 Euro zu kaufen. Kann man machen. Der Controller würde jetzt von Opportunitätskosten sprechen, ne? Aber auch das ist bei Managern dann so ein bisschen wieder untergegangen. Also ist es wirklich billiger zu suchen, als einfach Scheiße zu kaufen? Warum haben wir noch einen Beschaffungsantrag? Weil wir entscheiden wollen, ne? Ein Manager muss entscheiden. Der muss gefragt werden. Der muss Urlaubsanträge genehmigen. Das kann nicht sein, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Urlaubsanträge genehmigen. Geht gar nicht. Da muss immer einer rübergucken. Na, weil der Manager mal glaubt, er ist derjenige, der alles überblicken kann. Es muss immer einen geben, der alles im Blick hat und der mitbestimmt und der dafür sorgt, dass es alles in die richtige Richtung läuft. Warum macht er das? Fehlervermeidung. Er hat einfach Angst, Fehler zu machen. Oder hat Angst, dass in seiner Abteilung Fehler gemacht werden, die er dann verantworten muss. Wir haben in Deutschland keine Fehlerkultur. Darum haben wir so viel Management und so wenig Leadership. Weil Leadership ist sowas, was die Startups machen. Die funktionieren nicht mit Management-Gesichtspunkten. Die brauchen keinen Beschaffungsantrag. Die kaufen das einfach. Irgendwann sind sie pleite oder auch nicht, das wird man sehen. Die meisten haben es immer irgendwie geschafft. Und wenn, dann sind sie nicht daran pleite gegangen, dass sie Bücher gekauft haben. Gucken wir uns mal den Leader an. Der Leader ist ein Teamplayer. Leader glauben an Sinngemeinschaften und die intrinsische Motivation. Also Leader sind davon überzeugt, dass alle ihre Mitarbeiter erstmal per se Y motiviert sind, wenn sie kommen. Sie fördern und fordern agile Netzwerkorganisationen. Also die Menschen sollen miteinander reden. Darum gibt es überall immer diese Communication Spaces, meistens an der Kaffeemaschine, wo alle möglichen Abteilungen eines Unternehmens zusammenkommen sollen und miteinander reden, damit coole Sachen entstehen. Prozesse, neue Innovationen, neue Produkte, damit Menschen miteinander reden. Ob das funktioniert, haben wir auch gerade bei Jürgen gehört oder nicht. Aber es wird erstmal irgendwo gemacht. Bei Leadern oder Intrinsifiern, Teamplayer, ist alles an der Wertschöpfung für den Kunden ausgerichtet. Da stellt man sich die Frage, was braucht unser Kunde? Was können wir machen, um unseren Kunden zufriedenzustellen? Wer hier jetzt Kunde ist, wäre nochmal eine Frage, die man diskutieren kann. Es muss ja nicht immer derjenige sein, der meine Produkte kaufen kann, weil der Kunde der Personalabteilung ist der Mitarbeiter des Unternehmens. Also jede Abteilung, auch diese Governance-Bereiche, wie man so schön sagt, auch die haben Kunden, aber eben keine Endkunden, die tatsächlich das Produkt oder die Dienstleistung der Firma kaufen. Also, was ist die Wertschöpfung? Wie kann ich die Wertschöpfung für meinen Kunden fördern? Kundenorientierung. Wenn ihr jetzt in euer Unternehmen kommt, wie erkenne ich denn, ob es sich um einen Manager oder Leader handelt? Auch hier wieder, es ist überzeichnet, ne? Also es ist kein Gut oder Böse, aber es gibt so ein paar Sachen, die man sich so anschauen kann. Manager haben Untergebene, das ist erstmal schon mal klar, ne? Also je mehr Menschen unter mir sind und je mehr Leute ich in meinem Abschlusszeugnis, wenn ich mal wechseln sollte, geführt habe, desto größer bin ich selber. Als Manager. Also stelle ich alle möglichen Leute an. Wettbewerb, ne? Ich habe 20, du hast nur 15, ich bin der größere Manager. Auch solche Leute habt ihr bestimmt schon mal erlebt. Leader haben Anhänger. So, die sind einfach da.
Und die sind irgendwie aus irgendeiner Weise cool. Das heißt, andere Leute kommen und gesellen sich dazu, weil sie eine gleiche Sinngemeinschaft mit einem Leader teilen. Manager erzeugen Ordnung und Konstanz. So, das ist das, was die brauchen. Ne? Wir haben schon gesagt, die schaffen Prozesse. Was macht ein Leader? Also haben wir Scrum Master hier im Raum? Okay. Was ist eure zentrale Aufgabe als Scrum Master? Achtung, Fangfrage. Ihr versucht, das System eures Entwicklungsteams zu irritieren. Ihr sorgt dafür, dass die nicht anfangen, jeden Morgen in ihr Büro zu kommen, ihre Hängematte an die Wand zu knüpfen und sich reinzulegen. Na, dann kommt ihr, schneidet das Ding durch und schiebt die immer weiter an. Also, ihr arbeitet durch Irritation am System. Manager folgen ihren Prozessen, die sie geschaffen haben. In Scrum-Teams werden Prozesse vom Team definiert und auch wieder über Bord geworfen und neue Prozesse definiert. Das liegt einfach daran, dass Leader schnell Fehler machen und lernen wollen. Ein Startup könnte kein Startup oder könnte niemals erfolgreich sein, wenn sie keine Fehler machen würden. Da geht es aber darum, den Fehler so früh wie möglich zu machen und zu gucken, passt das? Na, wir haben gerade gehört, ich mache eine Kaffeebar auf, ich fahre mit so einem Kaffeefahrrad durch die Gegend und gucke, welches der richtige Spot ist, um Fehler zu machen, um die schlechten Spots erstmal auszusortieren. Ein Manager setzt sich erstmal hin und sagt, ich frage mal irgendjemanden, auf den ich später mit dem Finger zeigen kann, sag mir mal, welches ist der beste Spot für meine Kaffeebar. Und wenn das dann scheitert, dann holt er den Finger raus und sagt, die haben aber gesagt, da muss ich hin. Ich bin nicht schuld. Keine Fehlerkultur. Manager wollen selbst Entscheidungen treffen. Bei uns im Unternehmen haben wir auch Urlaubsanträge und es gibt immer die Frage, sollen die durch einen automatischen Genehmigungsprozess oder wollt ihr als Manager, als Teamleiter oder Abteilungsleiter, was auch immer, nochmal rüber gucken? So, und die meisten haben gesagt, lass die Dinge einfach durchlaufen, weil wir Fehler machen wollen. Beim Manager ist es so, wenn ihr das schon mal erlebt habt, ich kenne das nur zu gut, gerade in der Softwareentwicklung, wenn ihr Kunden betreut, dann gibt es jedes Jahr die Weihnachtsfrage. Wer vom Team arbeitet zwischen den Tagen? Weil es könnte ja sein, dass irgendwas an der Software nicht funktioniert und irgendein Kunde uns anruft und sagt, hey, meine Software steht gerade zwischen den Tagen. Ja, könnte sein. Was machen unsere Kunden zwischen den Tagen? Urlaub, die sind nicht da. Also wer sollte diesen Fehler melden? Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so passieren kann. Ich habe es noch nie erlebt. Ich bin seit 15 Jahren in der Softwareentwicklung. Es ist noch nie zwischen Weihnachten irgendwas passiert, was wirklich dramatisch war. Der Drucker druckt nicht. Ja, okay. Kannst du auch am 2. Januar noch machen. Natürlich gibt es Prozesse und Software, wo ihr das nicht leisten könnt. Ne? Also wenn das Produktionssysteme sind, die zwischen den Tagen wirklich laufen müssen, dann gibt es aber auch eine Sicherstellung, dass das funktioniert. Dann hast du aber auch nicht ein Scrum-Team, was sich um diese Software kümmert, sondern da gibt es ein Betriebsteam von 20, 30 Leuten für unternehmenskritische Software. Ist das nie eine Frage? Bei uns waren es immer solche Sachen wie Dokumentenmanagementsysteme, ne? Ja, total spannend. Hängt jedes Unternehmen von ab, ob zwischen den Tagen irgendwelche Dokumente nicht gefunden werden können. In der Regel war das nie ein Problem. Was passiert, wenn ihr die Frage in so ein Team gebt? Wer arbeitet zwischen den Tagen? Entweder habt ihr einen Manager, der sagt, einer muss zwischen den Tagen arbeiten. Wenn ihr das nicht habt, dann sagt das Team in der Regel von sich aus, pass mal auf, ich bin an dem Tag sowieso irgendwie zu Hause, trinke ich mal einen Glühwein weniger, wenn was ist, ruft mich an. Wenn nichts ist, dann nicht. Also selbstorganisierte Teams, die einen Leader haben, der sagt, hey, das Problem ist, das und das könnte zwischen den Tagen passieren, wie gehen wir als Team das an? Dann findet sich meistens genau diese Lösung. Irgendjemand sagt, hey, an dem Tag kannst du mich anrufen, an dem Tag kannst du den anrufen und so weiter und so fort. Wir geben das mal dem Teamcenter oder dem Empfang mit, wenn jemand anruft von Kunde, das und das passiert, dann ruf heute den an, morgen den. Dieses Problem löst sich in selbstorganisierten Teams von alleine. Das besteht gar nicht. Und wenn es doch mal besteht, dass der dann irgendwie nicht erreicht war, dann haben wir einen Fehler gemacht. Und dann müssen wir daraus lernen. Aber dafür müssen wir diesen Fehler einmal machen. Wir dürfen nicht erwarten, das tun Manager ganz gerne mal, verhindern zu scheitern. Es könnte ja sein, dass ein Fehler auftritt, deswegen fangen wir jetzt schon mal an, diesen Fehler zu vermeiden, obwohl wir gar nicht wissen, ob es kommt oder nicht. Darauf verschwenden wir Arbeitszeit, uns über potenzielle Fehler Gedanken zu machen. Über Genehmigungen haben wir schon gesprochen. Manager wollen genehmigen. Ne? Das ist so ihre Darstellung, ihre Stärkung als Persönlichkeit eines Managers, diese Genehmigung. Ich habe die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das ist das, was mich ausmacht. Das will ich machen. Dem Leader ist das total egal. Der will mit Genehmigen nichts zu tun haben. Jungs, macht euren Kram alleine. Wenn ihr ein Buch braucht, kauft eins. Geht zu Amazon, kauft das, reicht die Rechnung ein. Tschüss. Beim Manager wird ein Mensch beurteilt. Ne? Kennzahlen. Manager haben für alles Kennzahlen. Dann passiert irgendetwas. Das Ergebnis ist nicht so, wie wir das erwartet haben.
Was macht dann ein Manager? Er guckt in seine Kennzahlen. Was könnte denn dann dafür aussagekräftig gewesen sein? Warum sind wir in der Vergangenheit gescheitert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Grund, den wir letzte Woche hatten, an dem wir gescheitert sind, der gleiche ist, den wir in Zukunft haben werden? Sehr gering. Trotzdem verbringen Manager gerne total viel Zeit damit, in irgendwelchen Kennzahlensystemen rumzuwühlen. Und zu gucken, ja, wir haben hier eine Quote von 95%, wie kommen wir dann noch irgendwie auf 97%? Was können wir denn machen, um auf noch mehr aus diesem Prozess, aus dem Produkt, aus dem Mitarbeiter irgendwie rauszuholen? 2%. Ein Leader überlegt sich, was können wir denn noch mal anderes machen? Wir haben jetzt 95%, ja, wir sind an der Deadline, da passiert nicht mehr wirklich viel. Was können wir denn noch Neues, Cooles machen? Dass wir ein zweites Produkt haben, mit dem wir wieder irgendwann in Richtung 95% kommen. Ne? Verwalten, neu erfinden, Visionäre. Dementsprechend schauen Manager in der Regel sehr viel zurück und Leader erstmal fast nur nach vorn. Weil das ist das, was der Kunde in Zukunft braucht. Das, was er gestern gebraucht hat, ist heute für mich nicht mehr spannend. So, jetzt haben wir so ein paar Unterschiede. Das ist ja alles so ein bisschen in den Menschen. Wie erkenne ich denn die Corpus-Manager, Corpus-Delicti-Manager in meinem Unternehmen von außen? Da gibt es so ganz typische Auftretungsmerkmale. Manager sind in der Regel total selbstsicher, in der Regel overdressed. Also sie versuchen, durch Kleidung Respekt zu erzeugen. In der IT-Abteilung lauft ihr total lange mit einem Hoodie oder mit einem Pullover oder mit, keine Ahnung, kurzer Hose rum, bis ihr Manager seid, dann fangt ihr an, einen Anzug zu tragen. Ne? Also es gibt ganz viele Abteilungen und Unternehmen, wo alle ganz normal rumlaufen, so wie wir heute hier. Aber der Teamleiter oder der Abteilungsleiter immer einen Anzug trägt. Mit Krawatte natürlich, ne? Außer freitags. Das ist dem Leader total egal. Der Leader will gar nicht auffallen. Ne? Wenn ihr ein Leader-Team habt, dann seht ihr überhaupt gar nicht, wer denn dann da der Abteilungsteamleiter ist. Der taucht einfach gar nicht auf, der geht irgendwo so in der Masse mit unter. Ein Manager muss natürlich ein Einzelbüro haben mit Ausstrahlung. Ne? Also man spricht von der Edelholzetage, der sitzt nicht bei seinem Team. Der sitzt irgendwo anders. Der hat einen Holzschreibtisch und die anderen haben nur so einen Plastikschreibtisch und so weiter. Die beste Idee oder das Beste, was ich dazu gehört habe, war mal in einem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, ein Energiekonzern aus Oldenburg. Da kam eine neue Führungskraft, Abteilungsleiter. Der braucht einen Bürostuhl. Dann hat man gesagt, okay, bestell den Bürostuhl. So, es gibt natürlich eine Abteilung, die das macht, also eine Einkaufsabteilung, da musste hin. Und dann hat er Bürostuhl bestellt, hier, den hätte ich gerne. Und dann sagt er, den kannst du nicht haben. Ja, wieso nicht? Kostet 300 Euro, kann ich doch einen Bürostuhl kaufen. Nein, da sind an den Armlehnen ist Kunstleder dran. Okay, ja, und? Nee, es gibt eine Unternehmensvereinbarung, in der drin steht, Bürostühle mit Leder oder lederähnlichen Applikationen sind ausschließlich dem Vorstand vorbehalten. Die gibt es tatsächlich. Er durfte diesen Stuhl für 300 Euro nicht kaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Katalog in die Hand gedrückt, wo Bürostühle drin waren, ab 900 Euro. Und hat er einen davon bestellt. Mit solchen Sachen beschäftigen sich Manager, ne? Prozesse zu schreiben und hier irgendwie Einzelbüro-Ausstrahlung. Ich habe Leder an meinem Stuhl, du nicht. Oh, okay. So what? Manager sind auch die, wenn ihr die Raumkonzepte umstellt in so non-territoriale Arbeitssysteme, das sind die, die sagen, wir brauchen aber ein Einzelbüro. Ne? Ich muss ein Einzelbüro haben. Unbedingt. Ich telefoniere ganz viel, ich muss ein Einzelbüro haben. Dass ihr irgendwie so einen Hotline-Mitarbeiter habt, der noch viel mehr telefoniert, der muss irgendwo im Großraumbüro sein. Das ist dem Manager egal, Hauptsache er hat sein Einzelbüro. Das sind Diskussionen, die ihr führt mit Managern, wenn es darum geht. Der Leader sagt, mach uns einen Raum, wir organisieren das selber. Sag mir, wie die Grundfläche ist, ob da Einzelbüros sind, wir organisieren selber im Team, wer wann wie wo sitzt und wir wechseln auch mal durch. Was motiviert denn einen Manager? Jo, ein Parkplatz, ein Einzelbüro, Ausstattung, das Gehalt natürlich, ne? Also wie kann ich in einem Unternehmen mehr Gehalt kriegen? Ich muss den Managementlaufbahn einbauen. So, jetzt kommt man langsam aber sicher in so eine Richtung, dass man merkt, nee, wir brauchen auch eine Fachkräftelaufbahn. Dann kriege ich auch ein bisschen mehr Geld. Ich bin aber auf derselben Ebene wie so ein anderer Manager. Da gibt es ein Manager-Team, der um Teams sich kümmert. Ein Manager, keine Ahnung, Produkt. Der ist eigentlich selbe Ebene. Der muss aber mit seinem Manager-Team, selbe Ebene, über sein Gehalt reden. Ist auch ein bisschen strange, ne? Gleiche Ebene, aber der sagt mir, ob ich mehr Gehalt kriege oder nicht. Und das muss der Parkplatz sein. Was machen wir, wenn wir in ein Unternehmen kommen und die uns beauftragen und sagen, ja, wir müssen mal an unserer Führungskultur arbeiten, irgendwie, das klappt alles nicht mehr so. Dann haben wir gesagt, habt ihr so einen Parkplatz irgendwie, in den ihr jeder seinen eigenen? Ja, schaff ab. Lass die Leute da parken, die da parken wollen. Sie sind ja immer direkt an der Tür, ne? Ich war in einem anderen Unternehmen, die hatten zwei Parkplätze. Einer oben vor der Tür, einer unten, mussten die 100 Meter weit laufen. Für den oberen Parkplatz gab es eine Arbeitsanweisung, dass dort nur Menschen parken durften, die älter als 35 waren. Muss man das regeln? Wenn es selbstorganisierte Systeme gibt, dann sind es Parkplätze. Weil den besten Parkplatz kriegt der, der als erstes kommt. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Das System organisiert sich von alleine. Wenn ich einen besseren Parkplatz haben will, komme ich früher zur Arbeit. Fertig. Ganz einfache Regelung. Funktioniert überall.
So, Manager brauchen das nicht. Aber sie wollen es gerne haben. Der Leader braucht Ideen und der wird durch Anerkennung von Kollegen motiviert. Das ist das, wo der Bock drauf hat, im Team einen Erfolg zu erreichen. Schauen wir uns mal einen Leader an, was der gesagt hat. Lasst es mal auf euch wirken. Das sagen euch alle Unternehmen, wo ihr anfangt. Da werdet ihr eingestellt, weil ihr total viel Potenzial habt. Der bringt uns weiter. Den brauchen wir. Der disruptiert unser System und der sorgt dafür, dass wir noch erfolgreicher werden. Habt ihr unterschrieben? Dann fangt ihr an. Am ersten Arbeitstag kriegt ihr die Aufgabe, hier, guck mal ins Intranet, lies dir mal durch, wie das hier bei uns so funktioniert. Ne? Was hier so die Prozesse sind, an was du dich halten musst und so weiter und so fort. In dem Zeitraum von Vorstellungsgespräch, geiler Mitarbeiter, der bringt uns weiter, bis der fängt an, muss irgendetwas passiert sein, dass man euch diese ganze Innovationskraft wieder abgesprochen hat. Weil dann seid ihr nur noch ein Zahnrad in einem System, was ein Produkt erzeugt, was Software entwickelt oder was auch immer. Da werdet ihr assimiliert, würden die Borg jetzt sagen, in das System eures Arbeitgebers. So, und dann werdet ihr zu Menschen, die morgens reinkommen, ihr Gehirn abgeben, am Tresen abends wieder rausgehen und ihr Gehirn wieder mitnehmen. Wie können wir denn Veränderung erreichen? Jetzt haben wir viel gelästert über Manager und Leader. Wie können wir denn jetzt Veränderung erreichen? So, es gibt dieses System der neurologischen Ebenen der Veränderung. Die Wirkrichtung in diesem System ist von oben. Was wir beeinflussen wollen, ist das Verhalten. Das ist das, was wir beeinflussen wollen. Ne? Das Verhalten eines Mitarbeiters. So, das Selbstbild können wir nicht beeinflussen. Das Management setzt da unten an. Wenn die Wirkrichtung jetzt von oben nach unten ist und das Management hier ansetzt, wie soll denn dann das funktionieren? Schwierig. Die richtige Richtung ist die Fähigkeiten, Strategien. Ich kann den ja zu Schulungen schicken, dann kann ich damit sein Verhalten beeinflussen. Wenn der aus der Schulung irgendetwas mitnimmt, was ihn überzeugt, habe ich sein Verhalten durch diese Schulung beeinflusst. Das funktioniert. Das von unten funktioniert auch. Ich kann Zielvereinbarungen und Bonis an den Mitarbeiter mitnehmen und dann beeinflusse ich sein Verhalten von dem, was ich glaube, dass in seiner Zielvereinbarung irgendwie sinnvoll ist für die nächsten 12 Monate. Spannend, wer 12 Monate in die Zukunft gucken kann, was sich so tun wird. Das Einzige, was passiert, wenn ich hier unten aufhöre, dann fällt er wieder in das alte Verhalten zurück. Ne? Ist Akkordarbeit, nichts anderes. Wenn ich aufhöre, dem Geld dafür zu geben, dass er im Akkord Produkte macht und sagt, so, du wirst jetzt nicht mehr nach Produktanzahl bezahlt, sondern pauschal X für deine Durchschnittsleistung, dann hört er auf, neue und bessere Produkte zu machen, mehr zu arbeiten. Weil dann ist die Motivation weg. Der Kontext, Geld, seine Umwelt, die ich ihm gegeben, mehr Geld für deine Produktarbeit ist weg. Und dann hört er damit wieder auf. Leadership setzt da oben an. Sinn. Sinnorientiertes Führen. So. Wenn ich will, dass die Menschen umweltschonender oder mehr Umweltschutz betreiben oder ein bisschen weniger mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann hilft es nichts, ihnen hier unten irgendwie zu sagen, wenn du mit dem Fahrrad kommst, kriegst du 1 Euro mehr. Sobald der Euro weg ist, hört er auf, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Ne? Das funktioniert eine Zeit lang, aber eben nicht mehr. Sondern ich muss oben ansetzen und ihm den Sinn erklären, warum er das tun sollte. Warum ist es sinnvoll für dich, für die Umwelt, für unser Unternehmen, für was auch immer, bestimmte Dinge zu tun? Ich habe gestern gerade eine Umfrage teilgenommen von Pampers, die mich gefragt haben, was sollen wir tun? Sollen wir Frühchen, Windeln kostenlos geben? Oder das zweite waren irgendwie, sollen wir behinderte Kinder unterstützen mit irgendwas? Das waren so 3 Sachen. Und die haben mich als Kunden gefragt, was würde dich motivieren, mehr Pampers zu kaufen? Welchen sozialen Aspekt müssen wir machen? Die appellieren an meine Sinnfrage. Wenn ich will, dass behinderte Kinder gefördert werden und Pampers macht, das kaufe ich Pampers. Ich habe einen Kundennutzen, der ist zwar nicht für mich selber, aber ich weiß, sie tun mit dem Geld etwas Gutes und Pampers ist teurer als jeder andere. Also wer Kinder hat und schon mal Pampers gekauft hat, am Anfang ist das so ziemlich das Gleiche und irgendwann gehen die Preise exorbitant nach oben im Vergleich zu den günstigen Windeln. Aber mit irgendwas muss ich arbeiten und die appellieren an meinen Sinn. Die haben mich gefragt, welche von diesen 3 Kampagnen, ich hab's dadurch vergessen, sollen wir machen, damit du deine Pampers kaufst. So, die fragen einfach einen Kunden. Die machen nicht einfach irgendwas. Das aber sind Dinge, die uns dazu motivieren, mehr zu bezahlen. Darauf basieren ganze Wirtschaftszweige. Wir haben gestern hier Craft Beer gehabt. Da kostet eine Flasche 3 Euro. Wenn ich irgendwo in den Getränkemarkt gehe, kriege ich ein normales Becks in Bremen für 1,20 Euro. Warum soll ich also 3 Euro ausgeben? Und die Leute kaufen das, weil es einen tieferen Sinn dahinter gibt. Und da geht es nicht darum, dass Krombacher für jede Kiste irgendwie 1 Quadratmeter Regenwald schützt. Ne? Das motiviert vielleicht auch so den einen oder anderen. Da geht es tatsächlich um den Herstellungsprozess, um nachhaltiges Arbeiten und so weiter und so fort. Keine Chemie im Bier, ne? Reinheitsgebot, könnt ihr euch mit beschäftigen.
nett, dass es auf dem Papier steht. Das Einzige ist, den ganzen Scheiß, den sie reingekippt haben, muss am Ende wieder draußen sein. So, das heißt nicht, dass sie nie drin war. Bei handwerklich gebrautem Bier ist das ein bisschen was anderes. Kann man super am Stammtisch drüber philosophieren. Sinnfrage. Da appelliere ich dran. Das ist ein schönes Zitat für Sinnstiftung. Schon Asbach alt, aber es drückt eigentlich genau das aus, was dahinter steckt. Warum haben wir jetzt diese Diskrepanz zwischen Beruf und Privatleben? Warum machen wir problemlos im Privaten Dinge, die wir im Beruf nicht tun können? Wer von euch ist noch mit seiner Jugendliebe, mit seiner allerersten Liebe zusammen? Hätte mich jetzt auch gewundert. Na? Wir alle haben bestimmte Partner gehabt und nach dem ersten Partner, als der gegangen ist, hatten wir Liebeskummer bis nach Meppen. Das ging gar nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns einen zweiten Partner gesucht. Na? Und einen dritten und einen vierten oder wie auch immer. Irgendwann sind wir hoffentlich mal irgendwo angekommen. Das würde ein Manager nie machen. Weil ein Manager hat ja irgendwann gesehen, nee, wenn ich das mache, dann ist ja das tut ja weh. Und das will ich ja nicht nochmal haben, das ist ja nicht gut für mich. So, deswegen würden wir ein solches Investment in eine ungewisse Zukunft im Privaten problemlos eingehen, aber niemals in der Firma. Manager brauchen immer einen Return on Invest. Wenn der nicht da ist, investieren die nicht. Also wir treffen Entscheidungen, weil die Datenbasis transparent ist. Na, wir kaufen nicht den Fernseher oder den Porsche, wenn wir nur irgendwie 5.000 Euro auf dem Konto haben. Wir wissen, okay, vielleicht tut's auch ein gebrauchter Dacia. Wir diskutieren Bedenken, weil wir auf Augenhöhe miteinander reden wollen und können. In der Regel, ne? Kann der Mann mit der Frau diskutieren und die finden ein Ergebnis. Diskutiert mal mit einem Manager, der eine Idee hat. Der verkauft euch die, aber der diskutiert nicht auf Augenhöhe. Wir gehen Risiken ein, um den Status quo zu verbessern. Eine Beziehung ist schon irgendwie was Cooles. Also wenn eine gescheitert ist und wir auf den Schmerz raus sind, machen wir das wieder, weil irgendwie war auch was Geiles dabei. Wir halten ein, was wir versprochen haben und wir tun nichts, was uns unwichtig oder sinnlos erscheint. Warum sollten wir auch? Tun wir im Unternehmen total gerne. Warum ist das so? Frank Baumann-Haber hat gesagt, okay, wir haben als erstes Angst, wir haben anerzogene Gehorsamkeit und wir haben Autorität. Das ist das, was uns prägt, Dinge zu tun, die total unsinnig sind. Warum ist es so? Bezugspersonen, von denen wir uns das Führen und Folgen abgeschaut haben. Wir sind in unserem Leben geprägt worden. Ich bin keiner der agilen Berater, der immer kundtut, ja, die Eltern sind schuld, Kindergarten, Schule haben uns versaut, in so eine Manager-Mentalität zu kommen. Nein, das ist eine andere Basis, da kann man lange drüber diskutieren, das ist es nicht. Aber spätestens Ausbildung, Studium, da hatten wir Vorgesetzte, die uns vorgelebt haben, wie sowas zu laufen hat. Wenn ihr in Vereinen seid, dann gibt's immer irgendwie einen Vorstand. Ich war lange Zeit in der Jugendfeuerwehr. Knallharte Hierarchie. Da kannst du nicht sagen, lass uns mal den Schlauch links rum ausrollen. Vielleicht löschen wir das Feuer da mal, da kommt bald alles hin. Nee, da sagt dir einer, was du zu tun hast. Das wird uns anerzogen. Vorgesetzte im Berufsleben sind natürlich genau das Gleiche. Also wir sind jetzt in einer Generation, wo wir ganz viele schlechte Führungskräfte erleben, von denen wir uns immer fragen, wie sind die jemals in diese Position gekommen? Was hat die irgendwen geritten, die dahin zu bringen? Die mussten wahrscheinlich von einer Position weg, weil sie da nicht so viel Schaden anrichten können. Gerade in Konzernen, gern genommenes Beispiel. Da können wir jetzt ja mal alle Regeln abschaffen, damit wir eine neue Kultur entwickeln können. Ne? Also wir machen jetzt mal ein Regelreset, damit es keine Prozesse mehr gibt, denen wir folgen können und fangen quasi von vorne an. Was würde dann passieren? Es gibt so eine schöne Grafik, Regulierung versus Autonomie. Wir sind so ein bisschen in der Mitte. Es gibt so ein bisschen was Reguliertes und wir können auch ein bisschen was selbst entscheiden. Ja, das fühlt sich erstmal ganz gut an, aber eigentlich maulen wir alle rum, wir haben viel zu viele Prozesse. Ne? Das ist ein total starres System, wir können gar nichts machen. Wenn wir zu viel Regulierung haben, ist es genau das, dass wir meckern. Nee, ich weiß nicht, wie ich mich irgendwie weiterbilden soll. Wir sind nicht zufrieden auf der Achse. Zu viele Regeln, zu viele Prozesse. Ich weiß gar nicht, was ich in meiner Arbeit machen soll. Wenn wir auf die andere Seite gehen, zu viel Autonomie, der guckt jetzt auch nicht so glücklich. So kann ich nicht arbeiten. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen darf. Darf ich das jetzt überhaupt selbst entscheiden oder nicht? Ist es jetzt irgendwie richtig oder falsch? Darf ich hier Fehler machen? Dann mache ich erstmal gar nichts. Ne? Oder ich mache es so weiter wie zuvor. Dann bin ich wieder in der Mitte. So, ich adaptiere also die abgeschafften Prozesse trotzdem irgendwie, obwohl sie gar nicht mehr da stehen. Es gibt eine schöne Geschichte von 5 Affen, können wir mal irgendwo am Kaffeetisch diskutieren. Das ist so ein bisschen, das war schon immer so, ist nachher das Ergebnis, was dabei rauskommt. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Wir klappen einfach die eine Achse hoch und machen ein Koordinatensystem draus und gucken mal, in welchem Quadranten wir uns mit unserem Unternehmen befinden. Es gibt so ein bisschen den unteren Quadranten, die mikromanagende Organisation, behördlich, eine indifferente Kultur. Das heißt, jede Abteilung macht so ihr eigenes Ding. Die können sich nicht wirklich bewegen, die sind auch nicht wirklich zufrieden, die sind so da. Das ist in jeder Behörde, die wir irgendwo haben, ist es genau das, was
herrscht. Jeder hat so Mikromanagement für sich, seine Mitarbeiter, seine Abteilung. Was rechts und links um mich rum passiert, pff, mir egal. Ne? In meinen Zielen steht nur was auf meine Abteilung. Passt. Dann gibt es die autoritäre Organisation. Das ist Taylor in Reinform. Es gibt einen Manager, der sagt, hey, wir müssen über den Fluss, baut eine Brücke. Der sagt, da ist das Ziel, lauft los. Der Stern ist das Ziel. Die laufen auch alle in die Richtung von dem Ziel, weil der das sagt. Die sind also konform oder konformistisch und folgen dem, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Dann gibt es die komplette Autonomie. Das ist so ein bisschen Szenario überfinanziertes Startup. Ne? Wir haben gerade 200 Millionen Dollar eingesammelt und wir machen jetzt erstmal, was wir wollen mit dem ganzen Geld. Da ist totales Chaos. Die reden auch nicht miteinander. Da läuft auch jeder in seine eigene, eigene Richtung. Hat aber viel Bewegungsspielraum, deswegen sind die Pfeillänge. Finde es natürlich auch total cool, wenn er machen kann, was er will und gar nicht auf Geld gucken muss. Aber so richtig hat eigentlich auch keinen Überblick, ob die gerade in die richtige Richtung laufen. Ne? Die machen irgendwas, aber arbeitet gerade irgendeiner daran, dass wir über diesen Fluss kommen? Wir werden sehen, ne? Wenn das Geld alle ist oder wenn die Zeit es zeigt. Dann gibt es das, wo wir eigentlich gerne hinwollen. Das ist die Ecke oben. Die innovative Organisation, heterarchisch. Jemand den Begriff Heterarchie schon mal gehört? Eine Heterarchie ist eine Hierarchie, die sich von sich aus bildet. Wenn ihr etwas wissen wollt, zum Thema Entwicklung, ne, Softwareentwickler, du hast eine Frage, wen fragst du? Den Softwareentwickler, von dem du glaubst, dass er dir die Frage beantworten kann. Da gehst du nicht zu deinem Chef. Wen soll ich fragen? Na, es bilden sich Hierarchien durch Kenntnis, der kann es am besten, was auch immer. Die haben dem nichts zu sagen, die sind halt einfach so da. Das bildet sich in jedem Team. Wenn ihr ein Softwareentwicklungsteam habt, da ist ein Entwickler, der ist seit 20 Jahren im Unternehmen, dann gucken den alle an, wenn es darum geht, ja, wie machen wir das denn jetzt? So rum oder geht das irgendwie? Das ist quasi die gefühlte Hierarchie im Entwicklungsteam, der immer irgendwie sein Okay geben muss, bis es passiert. Habt ihr auch schon mal irgendwo erlebt? Der es am besten kann. Heterarchie. Dann habe ich eine kollaborative Kultur. Die arbeiten alle und die kennen das Ziel und die laufen alle auf genau das Ziel zu. Nicht in die Richtung von dem Ziel, sondern auf das Ziel. Und das Ziel ist, wir müssen über den Fluss. Egal wie. So, der sagt, wir brauchen eine Brücke. Vielleicht fliegt ihr drüber, vielleicht baut ihr einen Katapult, weil es irgendwie cooler ist. Vielleicht baut ihr eine Seilbahn, war in Bremen gerade ein schönes Thema, über den Fluss zu kommen, eine Seilbahn zu bauen. Ja, also, findet einen Weg. Welchen ist völlig egal, weil das Ziel wird vorgegeben. Das ist im Übrigen Management by Objectives. Das Ziel ist klar, findet dahin. Da hängt aber auch keine Zielvereinbarung dran. Ne? Wenn ihr das Boot jetzt bis Weihnachten fertig habt, dann kriegt ihr so und so viel mehr Geld. Dann bin ich wieder hier, weil dann sagt er ja, baut eine Brücke, baut ein Boot, baut was auch immer. Dann bin ich da oben wieder raus. Also, wenn Berater kommen, machen die gute Systeme zu schlechten Systemen. Ich bin selber einer, ich darf das sagen. Was ist denn jetzt unser Fazit, was wir hieraus mitnehmen wollen? Jeder Mensch ist Y und vereint Management sowie Leadership Skills. Wir haben alle das Ding in uns. Wir werden uns, auch wenn wir uns selber für Y halten, immer irgendwo erwischen, dass wir so ein X oder beziehungsweise so ein Management-Ansatz haben. Ne? Fehlervermeidung, Kennzahlen und so weiter und so fort. In Scrum-Teams werden auch Kennzahlen ermittelt, hoffentlich nur relativ wenige, weil sonst habt ihr keinen Scrum-Master, sondern einen Scrum-Manager. Es muss aber auf ein dem Kunden dienliches Maß reduziert werden. Also wir sollten uns immer hinterfragen, was ist das, was der Kunde davon hat? Ich komme dann immer mit meinen drei Nudelpackungen, die 2 Minuten habe ich noch, die im Regal stehen. Auf der einen Nudelpackung steht drauf, Nudeln 1 Euro. Daneben steht eine Nudelpackung, steht drauf, Nudeln 1,10 Euro. Aber wir haben ein total cooles, ausgereiftes Controlling-System, mit dem wir alle Kennzahlen abbilden können. Kostet 1,10 Euro. Auf der anderen Seite stehen Nudeln, wo dran steht Bio-Qualität. Und mit jedem Kauf dieser Packung von 1,10 Euro spenden wir 5 Cent an irgendeine Organisation. Jetzt könnt ihr euch selber hinterfragen, welche Nudeln ihr nicht kaufen würdet. Es werden die mit dem Controlling-System sein. Weil warum sollt ihr 10 Cent ausgeben, weil die ein total tolles Controlling-System ist? Ist auch der Scheißegal. Habt ihr als Kunde nichts von, hat auch kein anderer irgendwas davon. Das heißt, entweder kauft ihr die billigen Nudeln, weil ihr einfach nur Nudeln wollt, oder ihr kauft die, die irgendetwas für die Gemeinheit tun, die also die Gemeinschaft etwas zurückgeben. Das ist ein kundendienliches Maß. Genau das, was Pampers macht. Wenn ihr ein Unternehmen nur mit Managern führt, dann seid ihr in einem sich selbst verwaltenden Prozess gefangen. Wenn ihr ein Unternehmen nur mit Leadern führt, seid ihr in diesem Chaosprinzip. Wir haben gerade schon die Story von Steve Jobs gehört. Er nimmt halt einfach den iPod, schmeißt ihn ins Aquarium und sagt, hey, wenn da Luftblasen drin sind, haben wir noch Platz. Dann können wir das Ding noch irgendwie kleiner machen. So. Also schafft es nicht, ein Unternehmen ausschließlich mit Leadern zu führen, weil so ein bisschen was an Kennzahlen brauchen die auch. Na, dann stellen die Leute ein, nur weil die total nett sind. Aber eigentlich haben wir keine Ahnung, was sie mit uns wollen.
alle zu uns, die passen total gut in unser System. Und für was die nachher irgendwie Wert bringen fürs Unternehmen, überlegen wir uns dann, wenn sie da sind. Funktioniert nur bedingt lange. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wo ist der Unterschied zwischen etablierten Unternehmensorganisationen und managementgetriebenen Organisationen. Eine managementgetriebene Organisation braucht immer ein Return on Invest. Also, die Idee, die ihr habt, wird geprüft, die wird durch die Mangel gedreht, die wird erstmal abgespeckt, da wird ganz viel weggestrichen, bis es irgendwann dahin kommt, dass man sagt, okay, das ist das, was an Geld für die 50.000 Euro Investition wieder zurückkommen müsste. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Und erst wenn der Return on Invest positiv ist, dann sagen die, jo, die Idee machen wir. Was macht ein Startup? Ein Startup nimmt sich die 50.000 Euro und guckt euch an, was könnten wir damit erreichen? Mit dem Wissen, es könnte sein, wenn wir irgendetwas ausprobieren, von dem wir überzeugt sind, dass es wahrscheinlich funktioniert, dass das Geld danach weg ist. Dann ist das so. Das ist aber nicht weg und wir haben nichts davon, sondern wir haben zumindest gelernt, ob etwas funktioniert oder nicht. Also es gibt auf jeden Fall ein Learning aus diesem investierten Geld. Und nur so können die funktionieren. Wenn die jede Idee erst durchkauen würden, ob es irgendwie Sinn macht und der Geld wieder zurückkommt, dann ist der Markt schon längst viel weiter. Früher war es so, dass sich Märkte behauptet haben, das kennt ihr an Automobilmarken, es besteht VW neben Opel, neben Mercedes, neben Audi. Es gibt für jedes Auto gibt es irgendwie eine Daseinsberechtigung. In einem digitalen Markt ist das anders. So. Es gibt Amazon, dann gibt es erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und dann gibt es ein paar kleine Shops irgendwo. Es gibt eBay. Kennt jemand ein zweites Auktionsportal? Wird schon eng, ne? Gibt noch welche, die sind so klein, dass sie eigentlich keiner kennt. In der digitalen Welt ist es so, es gibt einen Player. Den schnellsten. Und der wird der größte. Es gibt keinen neben ihm. Es gibt auch kein zweites Facebook, was wirklich funktioniert. Es gibt einen, der die digitale Welt beherrscht. Und das schafft er nur, weil er der schnellste ist. Ausnahmen immer so ein bisschen ausgenommen, ne? Alle googeln wir. Ja, es gibt auch irgendwie DuckDuckGo und die machen auch irgendwas und mit Datenschutz ist das alles viel besser, aber es benutzt sie irgendwie keiner. Als Facebook WhatsApp gekauft hat, haben alle aufgeschrien, oh scheiße, jetzt können wir WhatsApp nicht mehr benutzen, weil unsere ganzen Daten irgendwo verkauft werden. Alle benutzen weiterhin WhatsApp. Ne? Das war so eine Welle und ja, irgendwie ist das doof, aber irgendwie, die anderen haben sich nicht durchgesetzt. Es bleibt in Deutschland bei WhatsApp. Die anderen sind um Welten länger und besser, was Technologie angeht, aber es bleibt trotzdem WhatsApp. Das ist das, was wir verstehen müssen. Es gibt nicht mehr ein Unternehmen neben dem anderen. Es gibt nur noch das eine große. Und entweder wir sind's oder wir sind weg. Das ist die digitale Schwarz-Weiß-Welt. Und je früher wir das verstanden haben, desto besser ist es für uns. Und mit Management kommen wir da nicht hin, zu der eine große Einzige zu werden. Das war's von mir. Ich habe ein bisschen überzogen. 2 Minuten? Okay. Fragen eurerseits? Okay. Jetzt habe ich alle so lange voll gequatscht, dass keine Fragen mehr offen sind. Entweder ihr traut euch nicht oder mein Vortrag war in sich so schlüssig, das glaube ich weniger. Da, hinter unserem Roomhost. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen, was du in deiner Firma wirklich machst, in der Firma Kurswechsel. Ja. Weil das würde mich interessieren. Also gerne. Wie das mit dieser anderen Firma zusammenhängt. Also ganz viele Firmen am Markt haben ja mittlerweile erkannt, dass sie sich irgendwie um Agilität kümmern können. So. Und dadurch, dass Scrum eigentlich eher so ein Softwareentwicklungsmethodik ist, überlegen sich, naja, also Scrum für so eine Marketing- oder Controlling-Abteilung einzuführen, ist irgendwie nicht ganz so ideal. Und wie kommen wir denn dahin, dass wir als gesamtes Unternehmen irgendwie agiler werden? Ne? Dann kommen sie zu uns und sagen, ja, wir haben schon einen Kicker aufgestellt, das hat irgendwie nicht funktioniert, das spielt irgendwie keiner, die Xbox staubt auch ein. Was können wir denn irgendwie machen, damit ihr Menschen, oder wie könnt ihr Menschen Kurswechsel uns helfen, damit wir tatsächlich als Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein werden? Ich bin davon überzeugt, dass wir in 20 Jahren einige Branchen gar nicht mehr am Markt haben werden. So, bei der Bankenbranche bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die werden auf jeden Fall ein großes Problem kriegen. Die Verlagsbranche wird es nicht mehr geben. Also ich habe mit dem Weserkurier bei uns in Bremen gesprochen und die Strategie, den sinkenden Absatzmarkt an Zeitungen zu kompensieren, ist, die Preise anzuheben. Ist kein Witz. Die machen die Zeitung teurer, weil die Kunden abspringen. Das funktioniert auch aktuell noch, aber nicht mehr lange. So, E-Paper, digitale Paper haben sich nicht durchgesetzt. Die kaufen den gleichen Content ein wie alle anderen Zeitungen auch. Und die müssen sich jetzt damit beschäftigen, dass sie in 20 Jahren noch existieren. Und das müssten die heute mitkriegen, weil wenn die am Abgrund stehen, ist es schon zu spät. Eine Kulturänderung in einem Unternehmen dauert 10 bis 20 Jahre. So, wenn es euch in 20 Jahren nicht mehr gibt, ja, dann solltet ihr vielleicht heute langsam sicher anfangen. Das ist so ein bisschen das, wo sich die Unternehmen die Frage stellen, wie kommen wir da tatsächlich hin? Weil irgendwann
Hast du einen Manager im Unternehmen, der tatsächlich verstanden hat, es reicht nicht, dass die IT-Abteilung raushaut, wir machen jetzt alles nur noch nach Scrum, obwohl der keine Ahnung hat, was Scrum eigentlich irgendwie ist, weil der Scrum Master ist immer der Erste, der abgeschafft wird, weil der programmiert ja nicht, sondern wir müssen das gesamte Unternehmen irgendwie transformieren. Und dann machen wir bestimmte Sachen mit denen. Das könnte eine Agile Strategy Map sein, das können Führungskräfte, Qualifikationsprogramme sein. Wir haben ja gesagt, das Leadership ist ein Mindset und da müssen die irgendwie hin und dahin kommst du durch Erkenntnisse. Ich mache bei uns im Unternehmen auch wir sind eigentlich ein Konzern mit 1800 Leuten, ein Team Neustar, kennt man nur in Bremen. Machen wir auch die Scrum Master Ausbildung, wir werden erstmal alle möglichen Leute hingeschickt, weil ich da bin, weil ich denen erstmal spielerisch beibringe, wie ihr Leben mit agilen Methoden anders funktioniert. Das ist das, was wir mit Unternehmen auch machen. Wir spielen Lego mit denen. Das ist immer total spannend, wenn irgendjemand dem Management Vorstand verkauft, hey, pass auf, wir kaufen jemanden ein, der kostet 5.000 Euro für 2 Tage, der spielt mit uns ein ganzes Lego. Was? Habt ihr Latten am Zaun? Da kommt einer, der Lego spielt, können wir alleine. Und dann spielen wir und üben wir mit denen iteratives Arbeiten, Delegation, wie die miteinander reden müssen, wie man überhaupt delegiert. Also das beste Beispiel ist immer, zu Hause bin ich natürlich für Technik zuständig, ne? Ist klar, als Mann. Wenn ich die Aufgabe kriegen würde, meiner Frau mitzuteilen, kauf mal einen Fernseher, dann habe ich drei Möglichkeiten. Entweder sie kauft genau den ich auch gekauft hätte, weil die Leitplanken, die ich ihr gesteckt habe, sind so eng, dass nur noch der übrig bleibt. Ich muss ihr irgendwie sagen, was sie tun soll. Die zweite Möglichkeit ist, sie kauft einen, der überhaupt gar nicht passt. Dann habe ich ihr zu wenig mitgegeben. Und die dritte Möglichkeit ist, sie kauft einen, der meine Needs, meine Anforderungen erfüllt, ist aber nicht der gleiche, den ich gekauft hätte. Aber er tut das, was er soll. Das, was ich hier mitgeteilt habe. Das ist Smart TV, der ist so und so groß und so weiter, kostet so und so viel. Das ist das, was wir lernen müssen. Wir sprechen gerade in Scrum, kennt ihr das, von Akzeptanzkriterien. Delegation durch Akzeptanzkriterien. Wann ist die Delegation erfolgreich? Wann warst du damit erfolgreich? Und ein Akzeptanzkriterium kann halt auch sein, ein Budget mitzugeben. Was aber passiert ist, das Ergebnis wird anders sein, als das, was derjenige, der es delegiert hat, gemacht hätte. Da kommt was anderes bei raus, weil der hat die Idee und der, dem ich es gesagt habe, eine andere Idee. Und dann setzt er die so um. Das sind so Sachen, die wir mit denen spielerisch irgendwie erarbeiten. Transition, Organisation, und das ist ein lange laufender Prozess, wo wir immer als Impulsgeber reinkommen und sagen, pass mal auf, das und das probieren wir aus, das macht ihr jetzt mal und dann gucken wir, ob es geklappt hat und dann kommen wir in 3 Wochen wieder und dann machen wir was anderes. Oder wir machen das weiter. Das ist so die Idee. Da sind Ansätze aus Scrum mit drin, da sind Ansätze aus Kanban mit drin. In der Regel ist das, was du bei der Organisationsentwicklung machst, nichts anderes als das GMV-Prinzip, gesunder Menschenverstand. Wenn die das begriffen haben, dass sie das tun sollten, was der gesunde Menschenverstand ihnen sagt, dann sind die auf einem guten Weg. Und dabei helfen wir denen. Okay. Jo. Nein, da bist du aber nicht. Moment. Dankeschön. Du hast vorhin diese Pyramide so gezeigt, ne? Und ja. Oben war quasi der Sinn. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja so der Gedanke, okay, wenn wir irgendwie den Leuten helfen, sozusagen Sinn zu finden oder den Sinn zu verstehen von dem, was sie tun, dann führt sich das sozusagen innerhalb dieser Pyramide weiter nach unten und führt zu Zufriedenheit und genau. Selbstengagement und so weiter. Kannst du so ein bisschen, vielleicht aus deinem Alltag, so ein bisschen noch konkreter werden? Also zum Beispiel, ne, ich meine, viele hier haben vielleicht schon mal so ein Visioning gemacht oder so, aber das kannst du machen, bringt aber manchmal auch trotzdem nichts. Kannst du so ein bisschen konkret reingehen, wo vielleicht dann noch so Problematiken sind, was irgendwie für dich so eine gute Best Practice ist, was irgendwie gut funktioniert, Sinn zu stiften oder irgendwie den Sinn zu erfragen? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also du fängst in Unternehmen bei der Sinnfrage meistens in der Unternehmensvision an. Die haben alle eine. Na, und wir haben uns mal überlegt, als Kurswechsel einen Alexa-Skill für eine Unternehmensvision zu generieren. Also du nimmst so einen Standardsatz, da lässt du ganz viele Lücken und für Worte und dann hast du einen Pool von Worten, die füllst du da einfach ein und am Ende purzelt so eine Vision dabei raus. Haben wir mal spielerisch irgendwo umgesetzt, funktioniert total gut, haben wir anderen Leuten gezeigt, die haben gesagt, genau so sieht unsere Vision aus. Ne? Wir sind Marktführer im Bereich, bla, und wir machen Digitalisierung und sind dann in 5 Jahren, also da kannst du überall so diese ganzen Buzzwords rausnehmen und wir gucken uns die Unternehmensvision an und versuchen mal, die auf das runterzubrechen, was tut das Unternehmen für die Menschheit, damit die einen Sinn haben. Was tut zum Beispiel Ben & Jerry's? Die Ben & Jerry's Unternehmensvision ist eigentlich die geilste, die ich jemals kenne. Mit jedem Löffel ein Stück Fröhlichkeit, a piece of happiness. Das weiß bei denen jeder. So, und dann haben die eine Idee und haben auch Bock darauf, nur durch diesen einen Satz an dieser Vision mitzuarbeiten. Wenn ihr euch mit Ben & Jerry's mal auseinandersetzt, dann seht ihr auch, dass die so ein Ben & Jerry's Graveyard haben, wo die tatsächlich Produkte beerdigen, die irgendwie vom Markt genommen werden und nicht erfolgreich waren. Sie stellen einen Grabstein auf für Eissorten, total abgefahrene Sachen und zelebrieren das.
Und das ist das, was die Menschen mit diesem Unternehmen zusammenbringt und die auch motiviert arbeiten lässt. Und das ist das, was du irgendwie erreichen willst. Und der zweite Punkt, wo wir ansetzen, nachdem die verstanden haben, warum sie das tun, ist, an Fehlerkultur zu arbeiten. Akzeptiert das, dass Menschen Fehler machen. Helft ihnen dabei, so schnell wie möglich diese Fehler zu machen. Sie passieren sowieso. Und dann arbeiten wir mit denen und wir versuchen ihnen so ein bisschen abzuerziehen, dass Manager was Neues, was Besseres sind. Das Schönste, was wir haben, ist eine Bank im Norden von Hamburg. Da sind die Büros der Manager gelb gestrichen. Jetzt wisst ihr, welche Bank das ist. Dann gibt es zwei Eingänge. Das eine ist eine Drehtür, da musst du dich vorher einchecken. Dann geht die Drehtür für dich auf. Und das zweite ist eine normale Tür. Da dürfen nur die Manager durch. So, kein Witz. Der Kollege kommt hin. Morgen, es regnet wie aus Eimern. Und vor der Tür um 9 Uhr eine lange Schlange an Mitarbeitern, die alle im Regen stehen und darauf warten, dass sie durch diese scheiß Tür kommen. Dann kommt ein Manager, geht rechts durch die Tür, macht die Tür, hallo, und geht rein. So, das sorgt natürlich total dafür, dass die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Gelbe Büros darf nur Manager haben und Manager sind die einzigen, die Pflanzen haben dürfen. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Pflanzen aus den Managerbüros in die Büros der Mitarbeiter gestellt. Ja, das, jetzt geht's ab. Warum steht da eine Pflanze? Wie kommt die da hin? Wer hat die da reingestellt? Warum darf der das? Ne? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sind aber eben Denkweisen, die wir den versuchen klarzumachen. Was hat der Kunde davon, dass in den Büros jetzt Pflanzen stehen? Nix. So, also ganz viel reden, Sachen ausprobieren, den einfach umgangssprachlich, würde man jetzt sagen, Licht ans Fahrrad machen, dass das, was sie tun, für den Kunden keinen Sinn macht. Und der Einzige, der, ja, die kennt die Phrase, ne? Der unser Gehalt bezahlt, ist der Kunde. Wow. Langweilig. Aber da versuchen wir mit denen dran zu arbeiten. Vision und Fehler ist das Erste, was die lernen müssen. Und von diesen Augenhöhe-Dingern runter. Den Firmenwagen braucht der, der Auto fahren muss, nicht der, der Manager ist. Der wohnt nebenan, der geht zu Fuß, aber hat einen Firmenwagen. Hm? Kein Mehrwert für den Kunden. Ja, gerne. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und freue mich, die Rest des Tages mit euch zu verbringen.